Oberösterreich. Wasserreich. Bodenreich. 20.000 Kilometer Bachläufe und Flüsse. 160 Seen. Eine halbe Million Hektar landwirtschaftlich genutzter Boden in Oberösterreich. Wasser und Boden. Gemeinsam schaffen sie einzigartige Lebensräume. Gemeinsam bilden sie die Grundlage für unsere Nahrung, für unser Leben. Auch die nächsten Generationen sollen gut leben können. Es ist unsere Verantwortung, fruchtbare Böden und gesunde Gewässer an unsere Nachkommen weiterzugeben. In der Vergangenheit wurde viel in die Wasserqualität unserer Flüsse und Seen investiert und eine kontinuierliche Verbesserung erzielt. Doch seit einigen Jahren ist in manchen Gewässern eine zu hohe Belastung an Phosphor und feinen Sedimenten messbar. Eine Ursache dafür ist die Erosion von landwirtschaftlich genutzten Böden. Regenfälle können Bodenteilchen loslösen und in das nächste Gewässer transportieren. Der eingeschwemmte Boden verklebt die Gewässersohle. Fische und Kleintiere verlieren ihren Lebensraum und Laichmöglichkeiten. Die eingetragenen Nährstoffe reichern sich im Gewässer an. Das kann Algenwachstum auslösen und die Sauerstoffversorgung verändern. Im schlimmsten Fall kippt das Gewässer. Bei Starkregenereignissen sind Erosionsvorgänge besonders gut sichtbar. Oft passiert der Bodenabtrag aber schleichend und unbeobachtet. Schon 10 Liter Regen pro Quadratmeter oder die Schneeschmelze im Frühling können den Boden aus seinem Gefüge herauslösen. Erosion bedeutet Bodenverlust. Wertvolle Erde zur Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln ist verloren. Es vergehen 10 Jahre, bis 1 Millimeter neuer Boden entsteht. Immer größere Äcker, schwerere Maschinen, intensivere Bewirtschaftungen und der voranschreitende Klimawandel haben das Problem Bodenerosion in den letzten Jahren verstärkt. Die Schwierigkeit liegt auf der Hand. Eine wirtschaftlich ertragreiche landwirtschaftliche Produktion ist nur auf Böden mit ausreichender Nährstoffversorgung möglich. Ein gesundes Gewässer dagegen ist nährstoffarm. Das direkte Nebeneinander dieser unterschiedlichen Systeme kann nur bei optimiertem Nährstoffeinsatz, mit bodenschonender Bearbeitung und ausreichenden Puffermaßnahmen funktionieren. Viele Bäuerinnen und Bauern setzen schon länger auf den Zwischenfruchtanbau und Begrünungen. Der Humus- und Strukturaufbau und die Förderung des Bodenlebens werden dabei begünstigt. Um ganzjährig einen Schutz der Oberfläche durch den Pflanzenbewuchs zu gewährleisten, bleibt die Begrünung über den Winter bestehen. Die Zwischenfrüchte bilden die Grundlage für eine bodenschonende Aussaat im Frühjahr. Mulchsaat, Untersaat oder Direktsaat lassen viel organisches Material auf der Bodenoberfläche und behindern damit den Wasserabfluss. Der Aufwand belohnt mit einer stabilen Bodenoberfläche und einer optimalen Bodenstruktur. Wo immer es möglich ist, soll die Bearbeitung quer zum Hang erfolgen. Fahrspuren in Falllinie können zu regelrechten Autobahnen für das Wasser werden. Eine Verkürzung der Hanglänge wirkt besonders gut gegen Bodenabschwemmung. Durch den Anbau verschiedener Kulturen oder Sommerung und Winterung im Wechsel wird der Hang in kleinere Einheiten unterteilt. Unterschiedliche Bewirtschaftungsphasen bewirken unterschiedliche Bodenbedeckungen und bremsen den Oberflächenabfluss. Gewässerrandstreifen halten die mittransportierten Bodenteilchen zurück, helfen aber auch, die Abstände bei der Düngung einzuhalten. In manchen Fällen sammelt sich abgeschwemmte Erde in Straßengräben und gelangt von dort über Rohrleitungen ins Gewässer. Ein Pufferstreifen am Hangfuß schützt nicht nur die Gewässer, sondern auch die Infrastruktur, besonders bei extremen Wetterereignissen. Betroffene Landwirte wissen nur zu gut, das Wasser bahnt sich seinen Weg. Auf lange Sicht zahlt es sich aus, diese Fließwege dauerhaft zu begrünen. Die Anforderungen an die moderne Landwirtschaft sind vielfältig.
Bodenerosion stellt Landwirtinnen und Landwirte in Hanglagen vor zusätzliche Herausforderungen. Maßnahmen zum Boden- und Gewässerschutz sind in den Grundanforderungen an die Betriebsführung und in der Einhaltung des guten landwirtschaftlichen ökologischen Zustandes festgelegt. Diese Vorgaben verursachen einen erheblichen Aufwand, sind jedoch zur Sicherung der Lebensgrundlagen der nächsten Generationen unvermeidbar. Durch die Beteiligung am österreichischen Agrarumweltprogramm Öpool können Aufwände abgegolten werden. Die Nährstoffkomponente, das ist in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema, dass man da die Nährstoffe einsparen kann, wenn man gescheites Bodenleben hat, das was man fördert mit Begrünungen. Der Landwirt, der ist bei solchen Starkregenereignissen eigentlich immer der Erstgeschädigte. Mich hat das auch immer betroffen und ich habe seither die letzten Jahre schon immer Blühstreifen angelegt, Oberflächen, Gewässerschutzstreifen oder auch sogenannte Pufferstreifen. Weil wenn da heute so ein Millimeter Erden davon schwimmt pro Hektar, dann redet man da ungefähr von Schaden von 800 bis 1200 Euro schon gleich an Land von den Nährstoffen. Und wenn der Boden da einmal weggeschwemmt, dann einfach bis dass sich da wieder so ein Millimeter aufbaut, sind das mindestens 10 Jahre, was man braucht, dass man den wieder herstellt. Und 10 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Es liegt in unserer Verantwortung, gesunde Böden und Gewässer an die nächsten Generationen weiterzugeben. Böden und Gewässer für die Zukunft erhalten. Unsere gemeinsame Herausforderung, unser gemeinsames Ziel.